Ihr Lieben, hier sind euer Christian und euer Jörg. Wir werden immer besser. Zum Glück haben wir es auch bald geschafft. Ja, wir sind in unserer Serie Filtertaschen. Test. Wieder bei Terrascape. Wir haben ein zweites Modell von Terrascape. Und ja, das ist diesmal Hochformater, wie ich das so sehe. Die letzte, genau. Die Classic, die wir uns angeschaut haben, war ja die Querformat. Und jetzt haben wir den Hochformat. Ich glaube, wir können es kurz machen. Christian, wo sind die Unterschiede zu der anderen Terrascape? Naja, die Unterschiede, also guckt euch vielleicht erstmal das eine Video mit der Querformattasche an. Wir haben auch hier erstmal zu den Gemeinsamkeiten wieder den Schultergurt, den nehme ich mal ab. Und neben dem Format ist der Unterschied, dass hier weniger Filter reingehen. Okay. Ansonsten ist hier mehr oder weniger alles gleich. Ich kann vorne in die Fronttasche den Filterhalter reinpacken. Ich habe auch hier wieder... Für den Auslöser? Für den Selbstauslöser oder für den Kabelauslöser eher. Wie viele Filter gehen rein? Schauen wir nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Filter gehen rein. Okay. Ansonsten hier geht es jetzt wirklich relativ eng zu. Ne? Das merkt man auch daran, dass man den Deckel nur relativ schlecht oder mit wenn sie komplett viel voll systematisch ist, ja. Geschlossen zukriegt. Was wir auch hier wieder haben ist. Das Stativband oder den das, der Stativ, die Stativschlaufe, sagen wir mal. Genau, also das ist quasi die kleinere Variante. Kostet heißt auch Small, ne? Die andere heißt genau, Classic und die Small. Jetzt, aber Small One oder sowas heißt die. Mhm. Ne? Die kostet jetzt ein paar Euro weniger. Ich glaube 38 versus 42, irgend sowas. Genau, also nicht also viel der Unterschied ist nicht der Rede wert. Was jetzt hier schwieriger natürlich ist, ist an die kleinen Filter ranzukommen, an die quadratischen, geht aber natürlich auch. Auch hier haben wir keine Dehnungsmöglichkeiten und sowas, keinen Reißverschluss, keinen Mechanismus, aber wir kriegen die Steckfilter gut wieder zurück. Allerdings klebt dieses Beschriftungsmaterial mehr als der Rest, sodass es dann zum Teil auch nicht ganz so leicht ist, vor allem wenn das Ding voll ist, die Filter wieder zurückzustecken. Mit Beschriftungsmaterial meinst du diese kleinen Laschen, die oben genau, sind, die man mit einem Kuli oder mit einem Edding beschriften kann? Weiße Laschen drauf, die kann man halt mit einem Kuli oder mit einem Bleistift wahrscheinlich auch ganz gut beschriften, weil man möchte ja vielleicht auch nochmal andere Dinge da unterbringen und nicht für immer die gleichen. Lässt sich das Innenleben auch rausnehmen, genau, gerade zum Beschriften genau oder zum Reinigen, wie bei der anderen? Wir machen es jetzt oder? Hier mal, hier sind es ja nicht ganz so viele, wir machen es jetzt hier einfach mal, das habe ich ja bei der anderen nicht machen wollen. Aber hier nehmen wir es jetzt einfach mal raus. Hier kommen die Filter entgegen. So, und hier sieht man, dass das einfach so ein Ziehharmonika-artig gefaltetes ein Material Leoprello. Ist. Oder vielleicht auch Lapparello. Lapparello, weil man so auslapparelloen kann, wenn Sand drin ist. Genau. Und also die Beschriftungen sind auf beiden Seiten? Nee, die sind nur auf einer genau. Seite. Also hier sieht man auch, und unten falschrum sind sieht okay. Man, wir können es nicht reintun. Ne? Also auch das ist eine das Sache. Das heißt aber, wer die Beschriftung nicht mag oder wen das stört, kann es andersrum benutzen? Nee, dann nee, hat man ja diese Sinn. Hässlichen, nicht besonders weichen Seiten. Ne? Also und vor allem ist ja. Das unten dann zugenäht. Ja, das, ja okay, das macht so keinen Sinn. Ne? Gut. Aber genau, zum Reinigen kann man es rausnehmen, das finde ich sehr gut. Weil irgendwie kommt ja immer mal wieder was rein und wenn man es dann leicht wieder rauskriegt, ist das gut. Also von daher, ja, mein Fazit wäre, wer jetzt nicht wahnsinnig viel Wert drauf legt, dass das Ding minimal dünner ist, ist mit der Classic besser bedient. Mit der Quertasche. Genau, kriegt mehr unter, hat besseren Zugang zu seinen Filtern, zahlt nicht nennenswert mehr 3, Geld 4 Euro dafür. Mehr, ja. Und von daher wäre, wenn ich die Wahl zwischen den beiden hätte, würde ich eher die andere. Und Christian, die Classic ist doch da drüben, hol sie doch mal gerade rüber. Man kann sie ja mal vergleichen. Genau, man hat ja auch vom Außenformat her eigentlich keinen... Gut, die ist keinen, jetzt leer, ne? Muss man sich ein bisschen praller okay, vorstellen. Muss man sich ein bisschen dicker vorstellen, aber zumindest mal was die Höhe und die Breite der Tasche betrifft, macht es quasi nichts aus, ein bisschen. Natürlich im Format nach vorne durchaus ein bisschen, wobei die, muss man auch sagen, schlanker wirkt durch dieses Abgesetzte. Es macht nicht viel Sinn, es sei denn, man weiß, man hat definitiv in seinem Leben nie mehr als 6 Filter, dann kommt man mit der auch zurecht. Und wenn man nur Verlaufsfilter hat, hat man auch das Problem nicht. Die hat eben den Benefit, dass man auch an die kleinen, an die genau. Quadratischen Filter einfacher rankommt. Aber dennoch, das System ist erkennbar und wie schon in dem Video zur ersten erwähnt, zur Classic, kommen aus Portugal, sind aber sehr schnell da, hattest du gesagt, 2-3 genau. Tage und preislich auf jeden Fall für das, was sie bieten, sehr attraktiv. Ja. Ja. Das war die Small One, terrascape.pt. Schaut es euch mal an. Und das war unser Beitrag zu den Terrascape-Taschen. Weiter geht's im Filtertaschentest. Bis bald, danke euch fürs Zuschauen. Ciao.